Geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, liebe Zuseherinnen und Zuseher im Livestream, danke für Ihr Interesse. Ich habe Sie eingeladen zu einer persönlichen Erklärung. Ich glaube, das ist die dritte in 10 Tagen. Ich möchte die Öffentlichkeit und insbesondere die grünen Wählerinnen und Wähler, aber auch meine vielen Parteifreundinnen und Freunde über eine persönliche Entscheidung informieren. Ich bin seit 2008 Parteichefin der Grünen. Ich habe mein berufliches Leben als engagierte Umweltjuristin begonnen. Ich habe Atomkraftwerksbetreiber geklagt. Ich bin als Aktivistin auf Baustellen gesessen. Und ich habe mich als junge Frau auch immer für Gleichstellung, Selbstständigkeit von Frauen, für ihre Unabhängigkeit, für die Vereinbarkeit von Partnerschaft, Job, Kindern, für ihre Sichtbarkeit in Politik und Wirtschaft und Gesellschaft eingesetzt. Ich habe dann als Quereinsteigerin in den Grünen meine politische Heimat gefunden und sehr rasch dann als Stellvertreterin von Alexander Van der Bellen Führung übernommen. Jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, diese Führung abzugeben. Seit 1999 bin ich leidenschaftliche Parlamentarierin, Abgeordnete. Ich habe in all diesen Jahren zunächst als Nummer 2 hinter Alexander Van der Bellen 3 Nationalratswahlkämpfe geführt und dann eben 2008 die Partei übernommen. Und als Kärntner Wirtshaustochter, die erste, die in ihrer Familie auch ein Doktorat abschließen durfte, habe ich dann als Nationalratspräsidentin auch das Parlament als Ganzes vertreten dürfen. Das war für mich auch eine besondere Auszeichnung. Und ein historischer Erfolg für mich, das war der Einzug der Kärntner Grünen in den Landtag. Das waren die letzten Landeswahlen, wo wir noch nicht vertreten waren im Landtag. Es gab dort eine 10%-Hürde. Ich habe damals meinen Wohnsitz von Wien nach Kärnten verlegt und Seite an Seite mit Rolf Holub in allen Wirtshäusern von Klagenfurt und Umgebung Wahl gekämpft. Wir hatten sogar einmal fast eine Schlägerei. Aber dadurch wurde der Grundstein für die Ablöse der FPÖ gelegt und die Hypoaufklärung konnte dann letztendlich beginnen. Das war übrigens das einzige Mal, wo mir Johannes Falkenhuber gratuliert hat, also nach diesem Einzug. Als ich die Partei übernommen habe, gab es viele kritische Stimmen. Manche haben gesagt, die Grünen werden ein Drittel der Wählerinnen und Wähler verlieren. Ja, manche haben gesagt, ja, warum die? Es kam aber ganz anders. Wir haben als Team die erfolgreichste Phase der Grünen in Österreich und auch europaweit beachtet geschafft. Die 12,5% bei der Nationalratswahl, in Niederösterreich ein Plus, in Kärnten plus 7%, in Tirol ein Plus, in Salzburg plus 12%, die Nationalratswahl, dann die Europawahlen plus 5%, Vorarlberg plus 7%, Burgenland ein Plus, Steiermark ein Plus, Oberösterreich ein Plus, die Regierungsbeteiligungen und dann das Projekt Van der Bellen in die Hofburg, der erste grüne Präsident Europas. Das haben wir, das habe ich maßgeblich betrieben und unterstützt und wir haben gesehen, was alles geht und was alles möglich ist. Es war immer mein Anspruch, auch mutig zu sein, die Grünen als Gestaltungskraft zu etablieren, zu sehen, an unsere Kinder zu denken, für die Absicherung unserer Lebensgrundlagen, für Umweltschutz, für Klimaschutz, für Menschlichkeit, für Seriosität, für Respekt und vor allem auch Solidarität mit den Schwächsten. Ich habe eine Entscheidung getroffen und es ist eine zutiefst persönliche Entscheidung. Ich werde nicht mehr als Spitzenkandidatin für die Grünen zur Verfügung stehen. Ich werde all meine Funktionen zurücklegen, die Bundessprecherin, die Clubobfrau und auch mein Nationalratsmandat. Es gibt keinen bestimmten Anlass für diese Entscheidung. Sie ist gereift über längere Zeit. Natürlich ist es zugespitzt jetzt durch die Neuwahlsituation, aber in aller Offenheit. Ich habe eine Familie, ich habe 2 wunderbare Kinder, 2 Söhne und es hat körperliche Warnsignale gegeben, die ich ernst nehmen muss. Ich habe gegenüber meiner Familie eine Verantwortung und meinen Kindern, dass ich gesund bleibe, dass ich in voller Gesundheit für sie da bin. Als Mutter Gesundheit aufs Spiel zu setzen, den allergischen Schock, das Wissen, dass eine Spitzenfunktion in der Politik 24 Stunden Verfügbarkeit 7 Tage die Woche bedeutet, hat mich zu der Entscheidung bewogen, in der Zeit, wo sie mich eben jetzt noch ganz besonders brauchen, mich gegen dieses berufliche Engagement zu entscheiden. Bei aller Freude bis zum gestrigen Tag, die mir die Politik gemacht hat und die Arbeit an der Verbesserung der Lebensbedingungen für die Menschen in Österreich. Den Job eines Parteichefs, einer Parteichefin kann man nicht ewig machen. In Zeiten dieser medialen Zuspitzung reibt das jeden Menschen einfach auf. Und ich habe 4 ÖVP-Chefs erlebt, überlebt. Ich habe 3 SPÖ-Chefs erlebt. Nur Strache teilt mein Dienstalter.
Und ich sage jetzt ganz ein bisschen spöttisch, ich glaube, ich sehe noch nicht so alt aus, wie mein Dienstalter eigentlich sein sollte. Aber eine kritische Anmerkung, die politische und mediale Aggressivität hat wahnsinnig zugenommen. Und ich appelliere an uns in der politischen Branche, aber auch an die Medienbranche, sich rückzubesinnen auf das, was wirklich relevant ist und nicht das, was man dramaturgisch brutal überspitzen kann, wo man Klicks, Quote, Aufmerksamkeit und Wählerinnen und Wähler Ängste sozusagen mobilisieren kann. Und da hat auch die Politik in den letzten Jahren sicher selbst auch übers Ziel hinausgeschossen. Ich appelliere an alle in den Social Media aktiven Menschen, insbesondere Anstrengungen zu unternehmen gegen Hass und Aggression im Netz, die Debattenkultur zu verändern, zu verbreitern, dass nicht allein nur der Hass das dominante Element im Netz bleibt. Und ich werde daher alle meine Aktivitäten gegen Hass im Netz, auch als Privatperson, alle Musterklagen mit aller Kraft fortsetzen gegen Facebook und Co. Insbesondere auch dann, wenn es um verbal sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Netz geht. Das werde ich persönlich mit aller Kraft weiter betreiben. Als überzeugte Parlamentarierin möchte ich noch eine Lanze für die parlamentarische Demokratie brechen und warnen vor dem Konzept und dem Wunsch vor dem sogenannten starken Mann. Ich möchte erinnern an Politikerinnen wie Barbara Brammer und Sabine Oberhauser, die für Lösungen und Sachlichkeit standen, Lösungen und Sachlichkeit im Vordergrund und nicht das Duell der Eitelkeiten und der persönliche Ehrgeiz. Ich war sehr oft die einzige Frau in diesen politischen Runden, sehr oft die einzige Frau unter den Parteichefs, unter den Clubobleuten in politischen Diskussionen. Und ich behaupte, wenn es mehr Frauen in Führungspositionen gäbe, dann hätten wir auch eine andere politische Kultur. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für korrekte und respektvolle, seriöse Berichterstattung. Ich sage aber auch, dass es in der Medienbranche einzelne Persönlichkeiten gibt, die die Republik regelrecht vergiften und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt damit gefährden, die keinen Respekt vor einer anderen Meinung haben, die journalistische Sorgfalt und Recherche vermissen lassen oder einfach zutiefst sexistische Machos sind. Ich möchte mich auch bei meinen politischen Mitbewerbern bedanken für die Kooperation, aber auch für die Auseinandersetzung. Sie hat mich weitergebracht, sie hat mich gefordert. Ich möchte mich bedanken bei Alexander van der Bellen und seiner Doris. Ich möchte mich bedanken bei meinem engsten Team, bei meinen Geschäftsführern und Stellvertreterinnen, bei Dieter Broos, bei Robert Luschnigg, bei Werner Kogler, bei Ingrid Philippe, bei Albert Steinhauser. Ich möchte mich bei meinem Büro bedanken, bei Barbara Wurzer. Ich möchte mich beim Presseteam bedanken, stellvertretend Karin Strobel, Sebastian Wedel. Ich möchte mich bei allen Abgeordneten bedanken, beim Parteivorstand, bei den Landesrätinnen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundesbüro und im Club. Ganz herzlichen Dank für die viele, viele inhaltliche Arbeit. Den vielen Mitgliedern und Aktivistinnen in den Gemeinden und ein ganz besonderes Dankeschön an Hansi Eitler von den Grünen Andersrum, an Christian Nohel, an Lothar Lockl, an Stefan Wallner und Martin Ratschabi. Danke an meine Wählerinnen und Wähler. Danke an meine Söhne Benjamin und Sebastian und danke an Volker. Okay. So, wie geht's nun weiter? Der Bundesvorstand morgen in Salzburg wird tagen. Es werden Entscheidungen getroffen werden in aller Verantwortung. Und wie geht es mit mir weiter? Mein Ziel ist es, die Ziele der Nachhaltigkeit, aber auch die Sichtbarkeit von Frauen in der Gesellschaft, das weiterzubringen, Zukunftssicherheit weiterzubringen. Und das wird jetzt mein letztes Statement in einer politischen Öffentlichkeit fürs Erste. Und ich bedanke mich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen alles Gute. Und wir werden uns mit Sicherheit noch irgendwann im Leben begegnen.